Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mordors Schatten. Ja, der Karagor schleichte unten noch lang. Er hat uns jedenfalls vergessen, das ist schon mal gut. Und wenn er sich jetzt noch die dahin schnappt, wäre das Bombe. Sieht gut aus. Gut, so. Dann können wir jetzt hier weg. Ja, wir haben in der letzten Folge ganz viele Informationen gesammelt von ganz vielen Häuptlingen. Nicht Häuptlingen, sondern Hauptmännern, Entschuldigung. Und Festung Morn, Eintrag ansehen. Die Festung Morn ist ein Knotenpunkt entlang der südlichen Handelsroute Mordors. Sie verbindet Thaurband im Westen mit Nargroth im Norden sowie dem östlichen Heer an der Straße nach Khand. Die Festung dient als Zwischenstation für die Sklaven, die Saurons Kriegsmaschinerie Form verleihen und die Vorräte, die Mordors wachsende Armee ernähren. Armeen ist ja Mehrzahl, nicht nur eine. So. Nee, wir wollten ja zum Zwerg, damit wir weitere Artefakte finden, um die Vergangenheit von Celebrimbor weiter zu erkunden. Und den auch noch. Zack, zack. Oh, wir müssen dann mal jemanden aufzählen, wir haben keine Pfeile mehr. Hier oben kriegt man wieder eine Information. Okay, dann schnappen wir uns jetzt... Komm mal her. So, aufgezerrt und er ist unter unserem Kommando. So, fangen wir mit Reihe 2 an, wo wir schon ihn hier haben, den Auspeitscher. Und ganz links haben wir... Hawk, der Sippenschlechter. Hat Angst vor der Macht des Mächtigen, der auch... Hat man schon mal einen. Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig gegenüber berittenen Bestien. Hast Ghule, Giftwolke. Das interessiert uns dann eigentlich in der Regel erst, wenn wir dann. Sag mal schnell, wenn wir auf sie dann treffen. Da können wir dann nochmal nachschauen. So, besten Dank. Was ihn auch getötet hat, ich hoffe, es kommt nicht wieder. Da bin ich. Ich nehme mal stark an, der hat das gesagt. So, da, wir müssen dahinter. Nein, das ist ein Karagor. Da rechts ist ein Karagor. Ich hoffe, er hat uns nicht mitbekommen. Nee, sieht gut aus. Oh. Ey, hier sind eine Menge freilaufende Karagor. So. Weiter was. Das sind zwei Informanten. Und, wen haben wir da? Der Verseuchte. Von dem wissen wir auch schon ein bisschen was. Aber nein, das wird dann zu viel. Ich möchte mich jetzt in dieser Folge wirklich auf diese Mission jetzt konzentrieren. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr voran. So. Wir haben es erreicht. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Annehmen. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Waldläufer? Talion. Was warst du, ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt? Schafft schön die Schwerter, eh? Und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl.
Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du wirst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Yeah, wir lernen jetzt, wie wir Krauks töten. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd, nicht sterben. Mach erstmal Karagor. Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Bin doch schon da. Wenigstens kannst du uns auch noch Waldläufer nehmen. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Du wiederholst dich. Sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, ich... Du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern, Dreieck, und die Bestie damit zu betäuben. Sehr cool. Benutze R1, um betäubte Karagor zu besteigen. Na dann, los geht's. Wenn der Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Ja. Was jetzt? Spring auf und wage einen Aufschritt. Natürlich. Was müssen wir drücken? Kreis. Grüße. Das ging aber schnell. So, wo geht's lang? Genau so lange brauche ich auch, um eine zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Ah, das wird uns echt helfen, ohne Mist. Das ist echt stark. Holen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Dieser Waldläufer soll sich nur trauen, auf mich heranzuspannen. Vor allem jetzt lernen wir das erst alles kennen, weißt du? So, niedermetzeln hier. Ne, wie gesagt, das haben wir schon sonst wie oft gemacht. Und jetzt sollen wir es nochmal machen? Naja, egal. Aus dem Weg. Nam, nam, nam. Ja, kannst vergessen. Du wirfst uns nicht von unserem Reittier runter. Weg da. Guten Appetit wünsche ich. So, wo haben wir denn noch hier einen? Ey, wer hat da noch was nach was uns geworfen? Wer hat da was nach uns geworfen? Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Es war noch grüner. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Es hat eine gute Klinge gespielt. Kannst du einen Karagor reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Ja, hab ich doch gerade. Was willst du denn? Überlasse die Orks am Boden mir und du kletterst da hoch. Ach, wir sollen mehr töten als er. Ach, da oben, das fällt mir jetzt erst auf. Da steht 10 zu 3. Aber es ist wie ein Herr der Ringe, es muss immer ein Kampf sein, das ist geil. Das gefällt mir.
Mist. Wir können ja aufzehren, ohne dass unserem Cargo was passiert. Den können wir uns noch schnappen. So. Hat er ja gar nicht geschafft. Müssen wir das wohl erledigen. 13 zu 3. Das machen wir ganz einfach. Den haben wir jetzt festge... Wir haben kein Geschoss. Aufzehren. Ach Mann. Es hat nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Ne, für den Informanten haben wir jetzt keine Zeit. Tut mir leid. Da wollte ich so cool sein und das Feuer wieder zum Explodieren bringen. Und was war's? Nichts war's. Nur weil wir keinen Pfeil hatten. Jetzt gib uns Pfeile, bitte. Gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. So ein schöner Spaziergang hier, ey, ehrlich. Und runter hier. Alle töten jetzt. Bam, 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 bam. Zerfleischen. Kann ich auch hier... Ich dachte, ich könnte vielleicht eine Hinrichtung vom Karagor aus machen, weil die Kombo haben wir ja. Verdammt. Müssen wir erstmal so weiter agieren, ohne Pfeile. Einmal durch. Was jetzt passiert? Ich hab's nicht gelesen. Nur... Gut, Jungchen. Du beherrschst die Grundlagen. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Nur weil es uns runtergehauen hat, ich hätte wieder aufsteigen können. Ja, das wissen wir doch schon. Das hast uns alles schon erzählt. Wir sind eins. Oh, ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Oh, du... Ja, wenn der so lange braucht. So, und versuchen wir jetzt erstmal hier so viele wie möglich hier zu töten. So. Mist. Und noch ein Schuss. Und noch ein Schuss. Jetzt, oh, die sollen jetzt mal sterben, um Himmels Willen. Das gibt's doch nicht. Nur weil ich seinen Kopf nicht treffe. Und jetzt durch die Reihen durch hier. Einfach immer wieder durchreiten, ohne denen die Möglichkeit zu geben, dass sie uns treffen. Wir führen ja auch schon gut. So, hier holen wir uns mal wieder einen Punkt. Da weichen die zum Glück auch zurück. Klar, wenn so ein Karagor ein Kumpel von mir verspeist, wird ich auch ausweichen. So. Schmeckt lecker. Also denke ich mal. Ich habe es zum Glück noch nie probiert. So. Also kann uns der Informant ja auch egal sein, wenn wir nicht runter absteigen dürfen. So, 24 zu 8, das sollten wir, glaube ich, mal rocken. Und wenn wir dann zu einem Kraut kommen und du tötest den, zählt er trotzdem nur als einer. Oh, komm schon. Den haben wir noch. Na, friss. Nicht den anderen Karagor. Ach so. Ah, keine Geschosse mehr. Kurz aufzehren. Dankeschön. Was ist mit deiner Klinge? Da ist dir eine entwischt. Ernsthaft. Ja. Töte mehr Uruks als Torwin. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile geschafft. So. Der Karagor soll doch nochmal was zu beißen haben. Guten Appetit. Torwin ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion.
Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Da hinten. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg. Torven braucht Hilfe. Wo ist er denn? Ach, da liegt er oder was? Und den Rest niederreiten. Auffressen. Und. Wo ist er? Wo ist er? So. Ja, ja, genau. Hat man gemerkt. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Grauk zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torven. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Grauk zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Ja. Auftrag abgeschlossen. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Jakumpan. Ort ansehen. Gar nicht weit weg von hier. Torvim wird dir noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Krauk zu stellen. Es hat jetzt einfach mein Interesse geweckt, muss ich zugeben. Deswegen will ich da jetzt auch wieder hin. Aber ich sehe gerade, dass hier oben zwei Informanten sind. Ah, da oben. Okay, den können wir uns locker schnappen. Tob dich kurz aus. Ja, mit dem einen wird er schon fertig. Das sollte unser Karago hinbekommen. Oh, na, ist ein Zettel. Ich dachte, das wäre ein Bogenschütze, der hier oben ist. So. Wir führen die Reihe weiter. Naruk, der Stachel. Und der hat doch gerade dieses Festmahl, oder? Ist betrunken und versucht, sich an eine Zeile aus seinem liebsten Trinklied zu erinnern. Ja, wenn man betrunken ist, ist es schwer. Anfällig für Schleichtodesstöße. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Normalerweise müsste seine Aufmerksamkeit auch mega gering sein. Aber wahrscheinlich ist er deswegen auch anfällig für Schleichtodesstöße. So, Karagor, Karagor. Na, hat's geschmeckt? Ich hoffe doch. So, und wer ist jetzt noch Informant? Ah, okay. Den schnappen wir uns kurz. Nom, 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 nom. Na, friss. Kann ich das Feuer hier erwischen? Nee, kann ich nicht. Muss man es halt so machen. Okay, komm, auch. Wenigstens ihn noch. So. Ach, den hat es auch noch erwischt. Jetzt schnappen wir uns noch den Bogenschützen hier oben. Okay. Funktioniert nicht. Müssen wir halt mit dem Karagor hier hoch. Ganz einfach. So. Wehe, Karagor. Greif jetzt nicht die Sklaven an, ich sag's dir. So. Den kennen wir. Also, der war ja schon. Koblik, der Auspeitscher. Schack Flack, der Verseuchte. Und. Zog, Verwüster. Wünscht sich, dass er ein paar entlaufene Sklaven jagen könnte. Tja. Fernkampfangriffe. Gegen Fernkampf- und Schleichangriffe sind die meisten echt. Arm dran. Ach, halt jetzt. Halt dein Maul. Ja, Karagor, wir fressen. Ganz großen Hunger, hat bisher noch nicht so viel zwischen die Zähne bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das würde jetzt, die Mission beginnen wir jetzt in der nächsten Folge dann. Das wird mir jetzt nicht mehr schaffen. Deswegen gönnen wir uns den Spaß. Hui! Und fallen lassen. Und Karagor. Der Karagor kann sprechen. Ich bin ja, ist ja ganz verrückt. Warum habe ich mich nur hier rüber geschwungen? Ich verstehe es nicht. Und die laufen jetzt gleich in die Pfoten von dem Karagor. Nur hat der Karagor das noch nicht so ganz mitbekommen. Aber der Karagor greift was an. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen.
Wir sind hier in unserer Ecke. So, jetzt haben die aber Stress. Gut. Wo ist der andere Karagor hin? Da hinten. Ah, unser Karagor. Hey! Da gehen wir mal helfen. Wir werden vom Karagor verfolgt. Ich will auf meinen Karagor drauf. Karagor, bleib hier. Nein, geh doch nicht weg. So ein Bullshit, ey. Grüße. Ach, ich dachte, ich kann Dreieck drücken. Nein, kann ich nicht. Aufstehen. Ich krieg die Krise. Warum können wir denn nicht Dreieck? Ja. Hoch. Hier, nimm den. Danke. So einfach geht das. Ey, es ist der Wahnsinn. Haben wir nicht die letzte Folge auch damit beendet, dass wir von einem Karagor verfolgt wurden? Naja, täglich grüßt das Murmeltier. Hier machen wir das auch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen dann in der nächsten Folge, wie wir uns dann aus dieser Situation befreien. Denn ich sehe hier leider gerade kein Uruk oder sonst irgendwas, das als Beute dienen könnte, um diesen Karagor loszuwerden. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.